Ich versuche jetzt nicht die negativen Aspekte von zu viel Gelassenheit aufzuführen, weil wirklich die ersten 10 Jahre, wenn ihr euch mit diesem stillen Sitzen beschäftigt, ist erstmal Richtung Gelassenheit. Wie fühlt sich das an? Auch im Denken. Also wenn ich merke, hier verengt sich was, ich möchte das erreichen. Und dann wieder zu merken, wie fühlt sich dieses Entspannen, dieses Gelassensein an. Also das Augenmerk, die Aufmerksamkeit immer wieder auf diesen Entspannungs-, diesen Gelassenheitsmoment zu lenken, weil die Anspannung kommt von selber. Die muss ich nicht extra herbeiführen, sondern wieder dieses Gelassensein. Also ich selber brauche auch die Äquivalenz zum Arbeitsleben zum Beispiel zu wissen, dass man gelassen viel mehr schafft. Und diese Anspannung ist, da steht man sich quasi selber im Wege, dem Fluss der Arbeit. Also so kriegt dieser Aspekt Gelassenheit auch im stillen Sitzen für mich eine höhere Bedeutung. Einen höheren Wert nicht, aber also er wird für mich immer mehr sinnvoll betrachtet zu werden. Gelassenheit. Auch dieses Herumschleichen um den Begriff ist auch wichtig. Lasst uns einfach mal, ich werde ein bisschen anführen, einfach mal mit diesem Gelassenheit, wie fühlt sich das an, kurz sitzen. Wenn wir schon die Meditation starten. Ich kann das ja sogar anmachen. Freundlich, aufmerksam und gelassen von den Fußsohlen. Das ist heute mal was Besonderes. Also ich nehme sogar den Quellpunkt unter den Füßen, da wo diese beiden Ballen vorne sind, und drücke da ein wenig. Und die Fußgelenke, wie geht es denen heute? Den Unterschenkeln. Den Knien, Oberschenkel, der ganze Hüftbereich, der Bauch, der untere Rücken. Zwerchfell und der mittlere Rücken, Solarplexus, also der Torso rundherum, nicht nur vorne oder nicht nur hinten, der gesamte Brustkorb vorne und hinten, der Schulterbereich, die Finger und die Hände, die Handgelenke, Unterarme und Ellenbogen, die Oberarme und die Schultern. Und dann der gesamte obere Bereich, der Hals, Nacken, Schädelansatz bis zum Kinn. Der hintere Kopf, der obere, die Stirn, die Augenbrauen, die Schläfen, die Wangen, die Nase.
Lippen und sind meine Augen gelassen, entspannt? Ja, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt ohne Ambition, ohne etwas erreichen zu wollen, gelassen mit mir jetzt bin? Wenn der Körper zufrieden ist, der Geist, der Affengeist, gelassen ist. Dann sind wir schon auf dem Weg zum inneren Lächeln und da sitzen wir jetzt auch 3 Minuten mindestens mal in Stille zusammen rum. Freundlich, aufmerksam und gelassen. Mit dem Körper, wie er da atmet.
für diese Nicht-Einführung kommen wir schon wieder zum Abschluss von der kurzen Meditation, aber gewöhnen uns trotzdem an, zum Abschluss nochmal diese Frage zu stellen, wie war das jetzt, ohne einen inneren Monolog zu starten, sondern einfach wortlos das nachhallen zu lassen mit dem Fokus darauf. Man lernt mit der Zeit dadurch. Wunderbar, das war unsere Meditationssitzung. Okay, ich gucke trotzdem nochmal, ob wir hier irgendwelche Fragen haben. Also der Aspekt Gelassenheit ist auch wieder riesengroß und lohnt sich im Alltag betrachtet zu werden. Im stillen Sitzen wird es ziemlich deutlich, dass man mit der intellektuellen Herangehensweise nicht so weit kommt. Es ist toll, ja, wie gesagt, Entspannungspolitik und auch, ob Gelassenheit nicht mehr Arbeitsleistung bringt und so, das sind alles Aspekte davon. Es ist sinnvoll, darüber nachzudenken, aber im stillen Sitzen ja nicht. Ja. Und das ist dann noch tiefer gehend. Also das ist das, wo man langsam hinkommt. Achtung, Spoiler. Es ist wirklich dadurch, dass man dann diesen körperlichen Aspekt immer mehr schult, auch dabei, merkt man, es gibt eine Möglichkeit des Gesamtkörperlichen, also nicht nur Geist, sondern mit dem Körper, mit dem ganzen Sein zu denken und eine Sache zu durchdringen. Das ist ja Alltagsgebrauch in der Sprache. Und die Entscheidungen werden weiser. Man lernt tiefer gehend in dieser vollständig anwesenden Form. Und die braucht Gelassenheit. Und da über diese körperlichen Gefühle dran zu gehen, ist sehr lehrreich. Wir hatten Freundlichkeit. Wir haben jetzt Gelassenheit einmal angeschnitten. Nächstes Mal vielleicht ein Schritt in Richtung Aufmerksamkeit.